Leist. Pomp statt Pop. Pink Floyd auf Deutschland Gastspiel. Mit großer Besetzung, mit Chor und Bläsergruppe, mit Dirigenten. Pink Floyd haben sich in der eigenen Masche gefangen. Sie trieben ihr Spiel mit allen Klangelementen, mit Zitaten quer durch die Musik, meist aus ironischer Distanz. Aber mit der Atomherzmutter sind sie ausgerutscht. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche pathetischen Gefühle in Atomherzmutter gibt. Das ist einfach ein sehr mitreißendes Musikstück. Sie haben recht, es gibt darin rückschrittliche Passagen. Ich hasse traditionelle Elemente. Ich hasse Leute, die Posaunen blasen und sowas. Und solche Chöre. Warum machen Sie es denn trotzdem? Weil es uns Spaß gemacht hat und immer noch macht. Wir machen überhaupt nur, was uns Spaß macht. Und es kommt an. Wir benutzen die verschiedensten Mittel. Und bestimmt werden es beim nächsten Mal wieder andere sein. Amalgama. Aufgenommen 1969, als die Pink Floyd tonangebend wurden. Sie experimentierten mit allen Klangeffekten, benutzten alle technischen Möglichkeiten, von der Geräuschcollage bis zur elektronischen Verfremdung. Sie arbeiteten mit dem größten technischen Aufwand und erreichten damit eine Perfektion der Künstlichkeit, ohne die Spontaneität, die Gefühlsbezogenheit aufzugeben, aus der die Popmusik ihre Vitalität holt. Ihre Musik wurde immer moderner, immer abstrakter und anspruchsvoller. Man hörte ihre Verehrung für Karlheinz Stockhausen. Die vier der englischen Popgruppe lernten sich während ihres gemeinsamen Studiums am Londoner Polytechnikum kennen. Das Spielen mit technischen Möglichkeiten prägte von Anfang an ihren Stil. Mit ihren Auftritten im UFO-Club, mit ihrer Klang- und Lichtshow brachten sie vor 5 Jahren den Psychedelic-Trend in die Popmusik. Pink Floyd-Konzerte sind nicht nur perfekte Wiedergaben ausgefeilter Studioaufnahmen, sie sind bis in den letzten Show-Effekt durchorganisiert und bringen in den selbstverständlich ausverkauften Häusern das totale Stereo-Erlebnis nach Fahrplan. Solange die Pink Floyd die Bühne allein beherrschen, klappt die Kommunikation. Das ist überhaupt das Kriterium für Popmusik. Ob sie Kommunikation, das Erlebnis der Gemeinsamkeit bewirkt. Das forcierende Kommunikationsmittel ist die Technik. Von den Pink Floyd perfekt beherrscht und gezielt eingesetzt. Immer wenn ich an dem Schalthebel hier drehe,
geht der Ton direkt durch die Lautsprecher da drüben. Und wenn ich so drehe, geht er nach dort drüben. Leider haben wir gerade keinen Strom. Wenn ich so drehe, ist der Klang überall. Wie wirkt das auf die Leute? Nun, die Wirkung ist das 360-Grad-Stereo-System. Der Effekt ist auch, dass man die Musik aus allen Richtungen hört. Bedeutet das nun schon Kommunikation? Das heißt in erster Linie Musik um sich herum. Und wenn es gute Musik ist, kommuniziert sie auch. Probe in Offenbach. Die Bühne sieht aus wie ein elektronisches Laboratorium. 3 Tonnen akustische Apparaturen für 180.000 Mark. Raffinierte Misch- und Steuerpulte, Tonbandgeräte für Geräuscheffekte, Stereo- und Echohallanlagen, Verstärker und Lautsprecher. Just so that I could see the need to move a bit. But anyway, always remember, because particularly when I'm telling you to do things on stage, that it's got to be very, very tiny. Nur die unbegrenzten Ausdrucksmittel der elektronischen Anlagen ermöglichen den komplizierten Pink Floyd Sound. Sie erst schaffen die Voraussetzung, die künstlerischen Ambitionen der Gruppe ohne Abstriche zu verwirklichen und ihre Freiheit zu Improvisation und spontaner Kreativität auszunutzen. Bedeutet diese enge Bindung an eine strenge Partitur und die Ergänzung durch ein großes Orchester nicht eine Beeinträchtigung der künstlerischen Freiheit einer Popgruppe? Nicht regelmäßig, aber hin und wieder machen wir gern eine Sache, die uns dazu bringt, mit 40 anderen Leuten zusammenzuspielen. Wir kennen die Grenze. Es gibt eben Dinge, die man nur in einer Gruppe zu viert machen kann. Aber das hier ist eine gute Übung und mal was ganz Besonderes. Für mich ist es ein gutes Gefühl, Leute hinter sich zu haben, die alle zusammen Musik machen. Es ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass sie nach Noten spielen müssen. Der Rückfall der Popmusik in längst überholte Formen wird allem Anschein nach von dem größten Teil der jungen Generation unkritisch hingenommen. Allzu gern lässt sie sich von dieser pseudoromantischen Atom Heart Mother mitreißen. Welche Wirkung erwarten die Interpreten von ihrer Musik? Aus meiner persönlichen Erfahrung mit der Popszene weiß ich, dass die Leute hier viel genauer zuhören als bei lauten Poplärm. Sie hören ungewohnte Orchesterklänge, einen virtuosen Chor und kommen dazu, sich die Musik aufmerksamer anzuhören. Dieser Vorgang bringt sie mit einer anderen Musikszene in Verbindung, erweitert ihren musikalischen Horizont und möglicherweise kommen sie so zur klassischen Musik. Nun, das hört sich nett an in der Theorie. Ich meine damit, dass ich hoffe, dass das Interesse stärker wird, dass es immer mehr werden, denen es Spaß macht, kritische Fragen zu stellen. Ich weiß auch nicht, ob diese Musik wirklich ihren Horizont erweitert. Meiner Meinung nach werden die Leute durch Popmusik nur noch engstirniger als durch irgendetwas anderes sonst. Vor 1 bis 2 Jahren ungefähr hatte man das Gefühl, dass Popmusik sich als Messias erweisen könnte. Als rettendes Element, als eine Gegengesellschaft, als irgendetwas Neues, was auch immer das ist. Und natürlich ist sie das nicht und sie wird das auch niemals sein. Die Hoffnung auf eine unmittelbar gesellschaftsverändernde Wirkung der Popmusik hat sich längst als Illusion erwiesen. Sie ist im Zerfall begriffen, ist gefährdet, gerade von der Gesellschaft aufgesogen zu werden, gegen die sie einst gerichtet war. Bei den Musikern findet eine Flucht ins allzu Schöne, in leeres Pathos statt. Die Pink Floyd sind im Kitsch gelandet. Schade. Es gibt noch eine